das Thema Erdbeeren und die Schnittarbeiten, die für die Erdbeeren nötig sind oder eventuell nötig sind. Man hört einiges Unterschiedliche, teilweise einfach gar nichts dran machen, teilweise sagt man, dass der äußere Ring der Blätter geschnitten werden muss, teilweise wird komplett radikal runtergesetzt. Wie macht man es nun? Also schneiden halte ich für auf jeden Fall nötig, da die Blätter Hemmstoffe ausbilden, die dann im nächsten Jahr das Fruchtwachstum negativ beeinflussen, wenn man sie dran lässt. Man sollte also bei zumindest einmal blühenden und einmal tragenden Erdbeeren die Blätter schneiden. Im besten Fall auch direkt nach der letzten Frucht. So mache ich's und so bringt das bei mir auf jeden Fall auch den erhofften Ertrag. Ich schneide auch alles an Blättern. Ungefähr so 3-4 Zentimeter über dem jeweiligen Herz der Pflanze. Hier in der Basis zu finden. Dann kommt im Frühjahr nochmal ein Schnitt, wenn das Ganze neu austreibt. Eben da das Befallene nochmal zusätzlich rausschneiden. Alle Ableger, die man nicht braucht, jederzeit rausschneiden, einfach um da Krafteinsparnisse bei der Pflanze zu haben. Und alles an Blattwerk, was ich jetzt schneide, kommt auch nicht irgendwie auf den Kompost oder ähnliches. Da können durchaus Pilze etc. drin sein, die also tatsächlich besser entsorgen. So, den Schnitt zeige ich gleich einmal bei der kleinen Pflanze, einfach weil es da besser, einfacher, deutlicher zu sehen ist. Und dann können wir uns nachher nochmal das Resultat dann anschauen. Sich leider Gottes genau während der Aufgabe das Video in Luft aufgelöst. Es hat einfach nicht funktioniert und jetzt ist das Ganze geschnitten. Aber ich denke, man kann das Ergebnis auch ohne die Aktion an sich erkennen. So kompliziert ist es ja nicht. Also das Ganze ist wirklich hier das Herz, darüber 3-4 cm abgeschnitten worden, hier die kleine Variante, hier einmal bei dem größeren Exemplar, wo sich eben hier auch schon zwei Nebenherzen gebildet haben. Für die gilt letztendlich einfach das gleiche Prinzip. An der Stelle eben nicht tiefer schneiden als 3 bis 4 cm ans Herz heran. Und so sind die Pflanzen eben gut vorbereitet fürs nächste Jahr, um wieder kräftig auszutreiben, ohne die Hemmstoffe in der Pflanze zu haben. So ist das Ganze fertig. Aufwendig ist es nicht, aber es sollte eben gemacht werden. Und dann ist das Ganze ja auch keine große Sache. So, das war's von heute, von mir. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video demnächst mal wieder. Bis dann.